Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Magic Duels. Wir müssen heute gegen irgendwelche Harpien kämpfen. Und damit starten wir auch schon in die nächste Runde. Akros wird von Harpien angegriffen und die Stadtmauern halten nicht mehr lange. Stand. Jede helfende Hand wird gebraucht. Du und die anderen Gefangenen werden freigelassen, da ihr die letzte Runde in der Stadt seid. So sieht's aus. Aber das ist ja nichts Neues. Also, natürlich regel ich das einfach. Mittlerweile sind wir auch kein kleiner Boy mehr. Du kannst mit mehreren Kreaturen gemeinsam eine einzelne angreifende Kreatur blocken. So können sich kleine Kreaturen zusammenrotten, um eine größere auszuschalten. Dein Gegner bestimmt, welchem Blocker die angreifende Kreatur wie viele Schadenspunkte zufügt. Okay. Normalerweise fügt eine angreifende Kreatur ihren gesamten Schaden der Kreatur zu, von der sie geblockt wurde. Aber eine Kreatur, die Trampelschaden verursacht, kann überschüssigen Kampfschaden. Ah, das hatte ich auch schon einmal in der ersten Folge erwähnt. Und zwar, ja, das Trampelschaden geht im Prinzip komplett vorbei. In dieser Fertigkeitsquest erlebst du Trampelschaden und das Blocken mit mehreren Kreaturen. Um sie abzuschließen, blocke den Angriff und gewinne in deinem nächsten Zug. Alles klar, Mann. Dann hau mal raus, Junge. Jetzt. Um einen Angriff zu blocken, musst du eine deiner Kreaturen anklicken und zu der angreifenden Kreatur ziehen, die du blocken möchtest. Das weiß ich doch schon. Sobald du bestimmt hast, mit welchen Kreaturen du blocken möchtest, klicke auf Blocken bestätigen. Jo, jo, jo. Block bestätigt. Das ist ja schon eine krasse Karte, ne? Fuchs Goliath. 6 Mana verursacht Trampelschaden. Schlecht. Und jetzt geben wir ihm den Rest. Denn er hat nur eine Mauer. 0-4. Und da gehen 2 Trampelschaden dran vorbei. Also. Arschlecken. Jo, dein Block bringt auch nichts. Trampelschaden. Der Trampelschaden hat ihn gekillt. So, und jetzt werden wir mal die Harpien nass machen. Normalerweise fügen alle angreifenden und blockenden Kreaturen einander gleichzeitig Schaden zu. Kreaturen mit Erstschlag fügen ihren Kampfschaden jedoch vor Kreaturen ohne Erstschlag zu. Das bedeutet, eine Kreatur mit Erstschlag kann eine gegnerische Kreatur oft zerstören, bevor diese Gelegenheit hat, zurückzuschlagen. Oh, dann kommt jetzt gleich noch ein Tutorial hinterher. Überstehe in dieser Fertigkeitsquest den gegnerischen Angriff und greife in deinem Zug an, um dir den Sieg zu sichern. Jo, alles klar. Okay. Dann. Hä? Warte mal. Und kann ich denn jetzt das spielen? Ach so, okay. Also ist ein spontaner Zauber doch nicht so spontan, wie ich immer dachte. Immer wenn du an der Reihe bist, etwas zu tun, zählt ein Timer herunter. Falls du einen spontanen Zauber wirken möchtest, klicke auf Timer anhalten. Das gibt dir mehr Zeit, deine nächsten Aktionen zu planen. Okay. Okay, und jetzt kann ich mein Zauberspiel, den ich schon die ganze Zeit 10-mal angeklickt habe.
So, die hier soll plus 1, plus 0 und Erstschlag erhalten. Damit knallt sie die andere weg, ohne dass sie überhaupt Schaden bekommt. Alles klar, okay, jetzt habe ich es verstanden. Deswegen läuft immer so eine Zeit runter. Ich habe mich schon gewundert, weil ich da habe das für ein bisschen unnötig gehalten, dass da immer so eine Zeit runterläuft. Aber gut, dann habe ich es jetzt auch gecheckt, damit man die Spontanzauber einbauen kann. Gut gemacht. Erstschlag ist sowohl in der Offensive als auch in der Defensive von Vorteil. Alles klar. So, jetzt kommen wir zu dem richtigen Match. Mittlerweile müssten wir auch bald alles wissen. So, jetzt spielen wir das nächste Mana und wir spielen wieder unseren Kollegen hier aus. Dann greifen wir an. Und dann ist der Gegner dran. Oh, die ist Glitzer. Oh, die möchte ich mir mal angucken. Immer wenn eine andere Kultur stirbt, tappe den fleischgierigen Hengst. Oh, fleischgieriger Hengst. Ah, das ist so ein geteiltes Mana, also man kann damit Wald und Sumpf machen. Dann gucken wir uns das doch auch noch mal eben an. Denn das mit dem Spontanzauber hätte ich mir auch lieber angeguckt. Fähigkeiten werden immer dann ausgelöst, wenn etwas anderes im Spiel passiert. Sie werden ausgelöste Fähigkeiten genannt. Viele Kreaturen haben zum Beispiel eine Fähigkeit, die ausgelöst wird, wenn sie ins Spiel kommen. Falls eine Fähigkeit durch ein wiederholbares Ereignis ausgelöst wird, wie das Spielen eines Landes, wirst du jedes Mal erneut dafür belohnt. Jo. Schließe diese Fertigkeitsquest ab, indem du deinen Gegner diesen Zug mit Hilfe ausgelöster Fähigkeiten besiegst. Okay, ich tue mein Bestes. Wenn der manische Vandal ins Spiel kommt, zerstöre ein Artefakt seiner Wahl. Ah, okay. Dann. Und dann kann ich jetzt die Mauer zerstören. Und angreifen. Und damit haben wir die Runde auch gewonnen. Und dann geht es gleich weitergehen in unserem normalen Match. Nennen wir es jetzt mal. Ausgezeichnet. Viele Kreaturen können viel mehr als nur angreifen und blocken. Ja, sehr schön. So sollte es auch sein. So, wollen wir jetzt mal das nächste hier ins Spiel bringen? Bringen wir mal wieder was Fliegendes ins Game. Und dann greifen wir mit allen an. Ohne Verluste. Gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Der hier hat Doppelschlag, der schlägt doppelt zu, aber das wird sie dann wahrscheinlich gleich auch nochmal erklären. Aber hier kann man das auch mal alles sehr gut und sehr einfach sehen. Der hat dann im Prinzip einmal Erstschlag und einmal normalen Angriff. Eigentlich das Beste, fast die beste Fähigkeit, die es so gibt. Reichweite Düsterwald, Spinne kann nur fliegende Kreaturen blocken. Ja, deswegen ist dann meine Adlerwache
Mein Adler der Wache relativ unnötig gleich. Deswegen, ich greife auch mit dem Adler der Wache jetzt nicht an. Ich werde mir eher für den Himmelssperrkavalier aufheben. Nein, verdammt, ich Idiot, scheiße, das war nicht schlau. Verdammt, ich war schon so gewohnt, immer mit allen anzugreifen. Ja, das habe ich verkackt, Leute. Das war dumm. Ich habe mir nicht mal mehr Mana dann da gehabt, um... Och, scheiße, das war blöd. Oh, Leute, das tut mir leid, ey. Jetzt dreht er aber ganz schön ab. Aber, Lade, wir drehen weiter auf und wir greifen diese Runde nicht an. Guck hier. Kreaturen mit Doppelschlag fügen ihren Kampfschaden doppelt zu. Einmal, wenn die Kreaturen ersten Schlag Schaden zufügen und dann noch einmal bei normalen Schaden. Es ist möglich, dass eine Kreatur zerstört wird, bevor sie ihren Kampfschaden zufügen kann. Ja, alles klar. Und jetzt greifen wir nicht an, denn sonst verlieren wir nur Kreaturen. Wir heben uns das auf, damit wir dann den glorreichen Ansturm dazu packen können. Okay. Was natürlich auch nochmal ein gewaltiger Unterschied zu... Oh, da haben wir so eine Harpie. Okay. Was auch nochmal ein gewaltiger Unterschied zwischen Magic und Hearthstone ist, ist natürlich... In Hearthstone gibt es jetzt, glaube ich, 600 Karten. Oder? In Magic gibt es 3.000, 4.000, wenn das überhaupt mal reicht. Wahrscheinlich gibt es schon bis zu 10.000. Dieses Spiel gibt es schon so ewig lange, das ist ja in Amerika auch viel erfolgreicher als hier in Deutschland. Hier spielen wir einmal den hier aus und dann greifen wir mit allen an. Mit allen angreifen. Angriff bestätigen. So, und jetzt, wo er gesagt hat, dass er blockt, tue ich noch meinen Zauber da drauf. Und dadurch ist er natürlich überrascht. Gut, hier hat er leider doch trotzdem mit jemandem geblockt, dass die Kreatur abkackt. Aber egal. Mein Plan ging auf. Wenn die Heilerin der Farika ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur oder Verzauberungskarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf seine Hand zurückbringen. Ja, das sind halt die netten Fähigkeiten, die jetzt eben beschrieben wurden, was Kreaturen so haben können. Das ist natürlich eine starke Fähigkeit, jetzt einfach eine Kreatur zurückzuholen. Kann man mal machen, ne? Ich weiß nicht, greife ich jetzt überhaupt großartig an? Das bringt eigentlich nicht so viel. Ich greife nur mit ihm hier an. Denn der ist fliegend und der hat nur eine einzige Kreatur, die das blocken könnte. Und die geht dabei auch drauf. Leider kommt der zweite Schlag vom Doppelschlag nicht durch. Diese Regel dachte ich so, dass der zweite Schlag noch durchgehen könnte, wenn man das denn möchte. Aber das ist leider nicht der Fall.
Beziehungsweise wir dachten auch immer, man könnte den ersten Schlag mit einer Kreatur und den zweiten Schlag mit einer anderen Kreatur blocken. Wobei sich das jetzt hier natürlich noch nicht herausgestellt hat. Boah, diese Runde ist schon ein bisschen zäher. Der Gegner hier macht es mir nicht ganz so leicht. Ich hoffe ja, dass ich gleich nochmal vielleicht plus alle plus eins erhalte. Damit könnte ich das Spiel dann entscheiden. Dieses Weiterdrücken. Das nervt mich ein bisschen. Ja, nö, leider nicht. Ja, und so haben wir ein Problem, denn er kann ja hier... kann nur fliegende Kreaturen blocken. Kann jetzt auch fliegende blocken. Und alle anderen Kreaturen hier bringen auch nichts. Deswegen Angriff überspringen. Bringt nichts. Die Frage ist, ob er jetzt dann auch vielleicht irgendwann angreifen will. Oder ob er jetzt auch die ganze Zeit nur abwartet. Angriff wird wieder übersprungen. Es bringt nichts. Wir brauchen plus eins auf alle Kreaturen. Und selbst das wäre noch nicht mal eine richtige Lösung, weil die Kreaturen einfach alle zu wenig Schaden machen hier. Das wäre nur eine Lösung für die fliegenden Kreaturen und das war's auch. Aber egal, wir sammeln weiter. Irgendwann wird schon eine Lösung kommen. Ich meine, so ist das Tutorial sicherlich gestrickt. Was haben wir hier? Das ist nochmal der. So, spielen wir auch aus. Mal gucken, wo die Karte jetzt landet. Ah, landet auch einfach irgendwo daneben. Ach so, davon hatte ich auch schon zwei. Angriff überspringen. Denn wir haben es immer in der Realität so gemacht, wir haben die übereinander gelegt, die dieselbe Karte sind. Dann hätte man jetzt die beiden hintereinander gelegt, die beiden hintereinander gelegt und die beiden hintereinander gelegt. Ja, sobald ich jetzt einmal plus eins auf alle bekomme, wäre das schon die Lösung für das ganze Problem hier. Aber es kommt einfach nichts. Vielleicht will das Spiel uns jetzt auch zeigen, was das Maximum auf dem Feld ist. Errungenschaft, luftgestützt, gestützt oder geschützt? Hab ich eben nicht mehr so lesen können. Immerhin, kriegen wir hier neue Erfolge. Angriff überspringen. Komm, jetzt muss er irgendwann mal auf alle plus eins bekommen. Oh, Jungs, ey. Bin ja auch gespannt, was das Maximum ist. Nächste Runde werde ich mal gucken, ob es vielleicht einen Angriff lohnt, da wir jetzt mittlerweile eine krasse Überzahl an Kreaturen haben. Ob er überhaupt so viel blocken kann, dass er überlebt. So, wir haben jetzt... Er hat 5 Kreaturen, wovon nur... diese kann Flug blocken. Und diese... Ne, die kann auch kein Flug blocken. Er hat nur eine einzige Kreatur, die fliegende blocken kann. Von dem her alle auf Angriff und dann haben wir gewonnen. So. Das sieht schon ein bisschen extremer aus, ne? So, das müsste jetzt der Sieg sein, denn er kann einfach nicht genug fliegende blocken. Und die Doppelschlagkreaturen hauen ihn weg. Das waren jetzt gerade mal die ersten Schläge. Okay, das jetzt nicht mehr. Jetzt sind das die ganzen normalen Schläge. Und jetzt hat er schon verloren. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass das Spiel trotzdem mir die ganzen weiteren Schläge zeigt, denn das ist unmöglich.
Ah, ich habe aber auch falsch geguckt. Ich hatte die Kreaturen, die er eben, die ich eben kaputt gemacht habe, die beiden, die hatte ich als 2-4er und nicht als 4-2er gesehen von hier auf der Seite. Da habe ich umgedacht im Kopf und das war ein bisschen unnötig. Luftgestützt. Wir fliegende Kreaturen kontrolliert. 4 fliegende Kreaturen kontrolliert. Dann bei der Lufthoheit. Mit fliegenden Kreaturen innerhalb eines Duells 15 Schaden zugefügt und selbst keinen erlitten. So ist es. Dank deiner Kampfkünste und deiner Magie gelingt es dir, Scharen wilder Harpien zurückzuschlagen. Doch vom Haupttor her vernimmst du Hilferufe. Bevor sich die Harpien wieder sammeln können, begibst du dich dorthin. Ein schrecklicher Zyklop steuert auf das Haupttor zu und er ist nicht allein. Du und die Freischärler seid die einzigen, die verhindern können, dass die Monster die Stadt erstürmen. Wenn du scheiterst, ist Arkros verloren. Wenn du triumphierst, wirst du zu einem Held, der den Göttern würdig ist. Ja, das sehen wir in der nächsten Folge. Oder das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen da und ciao.